Heute will ich euch mal die Speerspitze der Tschechen präsentieren. Und zwar ist es der TVP T5051. Natürlich ein mittlerer Panzer. Ganz klar ist ja ein mittlerer Tech-Tree, der tschechoslowakische. Hat 1800 Hitpoints, 40 Tonnen, 1000 PS, Endgeschwindigkeit 60 km/h. Die Wannenpanzerung 65, 40, 30. Also da solltet ihr nicht drauf verlassen. Dafür die Turmpanzerung mit 120, 80 und 60 schon ein Ticken besser. Eine Sichtweite von 410 Meter bei 850 Funkreichweite. Die Kanone ist in dem Fall eine Autoloader-Kanone, hat 4 Granaten im Magazin. Zwischen den Schüssen liegen dann 1,5 Sekunden und das Ganze zu befüllen dauert 25 Sekunden. 248 ist der Durchschlag mit Normalmunition, 310 mit Premium und macht dabei 320 Schaden. Ihr müsst bei dem Panzer nichts mehr erforschen, der kommt gleich in seinem besten Gewand zu euch nach Hause. Also wenn man den kauft, dann hat man ihn gleich so, wie er hier steht. Das Exterieur mit seinen Tarnungen, ich würde sagen, das Typische, kennt man ja schon von den Vorgängerpanzern. Ja, dann wollen wir doch mal gucken, wie dieser Tier 10 mittlere Panzer so im Spiel abgeht. Und da sind wir also schon im Ladescreen, haben die Karte Kharkov und sehen, wir sind hier mit unserem 10er in ein, naja, 9er gibt es einen, bei den Gegnern bei uns gar keinen und ansonsten 8er und 7er Scouts. Also kuriose Map oder beziehungsweise kuriose Matchmaking. Und was wir auch noch sehen, der TVP T5051, den ich gerade spiele, ist hier ganz alleine auf unserer Seite. Der Gegner hat auch noch einen. Zeigt immer so, ist so ein bisschen ein, ja, so ein ganz grober Augenwischer oder Richtwink, wie begehrt der Panzer ist. Und naja, bisher ist er noch nicht so häufig gespielt. Die Tschechen selber haben deutlich weniger Anhänger, als man vielleicht meinen könnte. Gerade bei einem neuen Tech Tree sind die immer sau gern und so häufig gespielt. Aber hier nicht so. Deswegen werden wir jetzt mal ein bisschen aggressiver, offensiver fahren. Fahr der Badger dahinterher. 63 Endgeschwindigkeit, wenn man so ein bisschen bergab fährt. Und man sieht, man kommt gut auf Geschwindigkeit. Also die 1000 PS, die sind da ordentlich. So, da ist der andere. Ne, der ging nicht gut, aber lieber mal probieren. Ziehen uns da jetzt ein bisschen zurück. So, da drüben T57 Heavy. Aber auf den komme ich auch nicht drauf. Deswegen fahren wir jetzt weiter. Wir sind ja schnell auf Geschwindigkeit. Ja. Ich denke, ich bin hier noch safe, deswegen repariere ich jetzt erstmal nicht. So, hat gut geklappt. Konnte ich mir das Reparaturset sparen. So, jetzt ist hier der T57. Einen schneller, aber nicht wirklich von Erfolg gekrönt. Da hinten Waffenträger auf RN100. Ne, auf den komme ich auch nicht drauf. So, jetzt konnte man den T57 da gut ketten und dementsprechend konnte der E50 den rausnehmen. Na komm. Arti hält hier auch schon rein. Och Junge, warum fährst du jetzt nicht geradeaus? Warst doch eh schon dabei. So, weiter, immer weiter.
Da hinten die Waffenträger. Unangenehme Biester. Also der... So, da ist der Waffenträger Geschichte. Und da hinten ist die Arti. Oh, jetzt sind sie wieder schon bei uns im Cap. Und das Thema Cap hatte ich erst vor kurzem. Ich will nicht schon wieder durch Cap verlieren. Ach, fuck it. Hätte ich jetzt auf ihn drauf fahren können, aber wie gesagt, ich will hier den Cap verteidigen. Weil es gibt nichts Nervigeres, als durch Cap zu verlieren. Aber es schaut bisher ganz gut aus, als ob das nicht der Fall ist. So, jetzt hat er geschossen, jetzt muss ich nur noch seitlich an ihn rankommen. Und jetzt bin ich hinter ihm. Und konnte ihn rausnehmen. T49 dahinter halb. Jetzt nachladen. Aber das ist der letzte von denen hier auf der Seite. Und er ist raus. Und nun geht's wieder zurück. Wir laden noch schnell nach. Waffenträger gegen Waffenträger. Ja, da kam der Schuss aus dem Hinterhalb. Und nun noch das Objekt. 5 Sekunden, ich fahre einfach drauf. Ah, schade. Bin ich abgeprallt. Aber trotzdem eine schöne Runde vom TVP T5051. Da habe ich ihn, glaube ich, ordentlich präsentieren können. Wir sehen, ich habe 4139 Schaden gemacht, bin auf Platz 3 in den XP gekommen und eben auch Platz 3 im Schaden. 23 Schüsse abgegeben, 14 Durchschläge mit 4139, 320 geblockt. Das ist natürlich nicht so viel, aber... ein Sieg mit einem schönen Ergebnis. Und ja, ich denke, man hat gesehen, was kann er nicht. Und von dem her hoffe ich, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.